Hallo Freunde, heute bauen wir das Bodenbett nach Montessori. Ich werde die Kamera mitlaufen lassen. Es sieht im Hintergrund schon sehr gut aus, weil ich schon angefangen habe und dann ist mir eingefallen, Mensch, ja klar, ich wollte es ja aufnehmen. Wir haben uns für das Bodenbett nach Montessori entschieden, weil unser Sohn Aktivschläfer ist. Dazu werde ich euch aber dann mit einem Overvoice ein bisschen mehr erzählen darüber. So ganz Montessori angehaucht sind wir nicht. Mir persönlich gefiel nur einfach die Idee, nicht so ein Standard-Kinderbett zu haben, wie es eigentlich irgendwie jeder hat. Und dann dachte ich mir, bauen wir das Ganze selber. Ich habe mich auch ein bisschen im Internet schlau gemacht. Bedeutet, ich habe mir erstmal gegoogelt, wo möchte ich hin. Habe dann eine kleine Anleitung gefunden. Wir haben draußen starken Sturm. Die Feuerwehr fährt hier rauf und runter. Sorry Leute, ich kann echt nichts dafür. Ich habe mir dann diesen groben Plan ausgedruckt und habe dann meine Latten besorgt, habe mir die Gehrungssäge hingelegt, habe mir auch eine Bohrmaschine geholt, beziehungsweise aus unserem Fundus rausgesucht, die Bohrmaschine, einen Holzbohrer, Schrauben noch besorgt. Aber das werde ich euch alles ganz genau nochmal einblenden per Liste, also per Einkaufsliste. Und ja, dann fangen wir einfach mal an. Ich bin gespannt, ob es klappt. Ich habe sowas noch nie vorher selber gemacht. Ich hatte mal Werken in der 4. Klasse und der Mann hat leider keine Zeit. Also sprich, ich kann zwar die Sachen besorgen, aber irgendwie werden sich die Teile nicht von selber zusammenbauen, da der Mann leider beruflich sehr eingespannt ist. Und dann machen wir das jetzt. Mal schauen, ob es was wird. Okay, also im Großen und Ganzen ist es eigentlich recht kostengünstig und hat auch wirklich Spaß gemacht. Ihr braucht 12 Latten oder 4 Kanthölzer. Wenn ihr 4 Kanthölzer kriegt, 4x4 cm ist perfekt. Dann braucht ihr nämlich die Maße, so wie ich jetzt, nicht umändern, sondern könnt ihr direkt dort von dem Link, den ich euch in der Infobox verlinkt habe, direkt übernehmen. Ich habe das dann praktisch gleich von Anfang an, ja, in wir improvisieren gemacht. Gesundheit, Garou. Wenn der Hund hustet, ist es auch nicht schlecht. Und habe das Ganze dann mit der Gehrungssäge zugesägt. Die Gehrungssäge habe ich mir von meinem Schwiegervater ausgeliehen. Vielen, vielen Dank dafür nochmal. Und bei der Gehrungssäge haben wir auch wirklich schöne, saubere Enden, sodass man die nicht nochmal abschleifen muss. Wenn ihr Vierkanthölzer in 4x4 cm kriegt, könnt ihr euch die sogar auf die exakten Längen schon direkt dort zuschneiden lassen und spart euch wahnsinnig viel Zeit. Jetzt nehme ich euch mal in die Hand. Also soweit sind wir schon. Ich switch mal um. Also, ich habe die Hölzer jetzt hier jeweils an den Enden vorgebohrt und dann die Schrauben durchgejagt. Wie ihr sehen könnt, ist es auch schon schön stabil, damit ich den Boden mit dem Holzbohrer nicht erwische, habe ich mir hier ein Reststück genommen. Das werde ich dann nachher noch später alles aufsaugen. So, und dieses Grundgerüst brauchen wir zweimal. Das heißt, die kurzen Ecken nochmal zusägen und das gleiche praktisch in Spee für obendrauf nochmal bauen. Wie gesagt, ich hatte in der 4. Klasse Werken und bin vom Beruf Bürokauffrau. Von dem her ist das hier wirklich eine ganz neue Erfahrung für mich gewesen. Muss mich aber bei meiner Mutter bedanken, die uns zu, also meine Schwester und mich, ich habe noch eine ältere Schwester, zu sehr selbstständigen Frauen erzogen hat. Learning by doing ist, finde ich, immer noch die beste Methode. Und auch der zweite Rahmen ist fertig. Die Maße auf der Zeichnung bei mir stimmen jetzt nicht ganz exakt überein, aus dem ganz einfachen Grund, also weder hier mit der Vorlage noch mit unseren selbst errechneten Sachen, weil wir leider keine Vierkanthölzer in 4x4 cm gekriegt haben. Die Maße habe ich euch ja schon aufgeschrieben, das heißt, ich improvisiere. Bedeutet, ich nehme Maß jetzt mittlerweile direkt nur noch an dem, oder von Anfang an, an dem Lattenrost. Und habe jetzt hier den zweiten Rahmen dazu gebaut und jetzt werde ich mir überlegen,
diese vier Eckpfosten, wie hoch ich diese machen möchte. Und dann werde ich die zusägen und dann werden wir die auch wieder vorbohren und dann verschrauben müssen. Was ich noch zusätzlich gemacht habe, ist hier eine Querstrebe eingezogen, dass das Ganze einfach ein bisschen mehr Stabilität hat. Und außerdem können wir dann in diese Querstrebe, also sprich diese Querstrebe, können wir dann auch ganz prima eine Lichterkette anbringen oder ja, ein Kuscheltier dranhängen. Also drum habe ich diese Extrastrebe dann doch noch mit eingebaut, um einfach noch mehr Stabilität zu erreichen. Wie gesagt, meine Mutter hat uns zu sehr selbstständigen Frauen erzogen und im Großen und Ganzen, also für solche handwerklichen Tätigkeiten, wenn ich Pi mal Daumen einen Plan habe oder um Gardinenstangen an die Wand zu bringen oder um andere Sachen zu machen, also meine Mutter war alleinerziehend, ist für mich jetzt nicht fremd und war mir von der Erziehung her eine riesengroße Hilfe. Liebe Mama, danke dir nochmal an dieser Stelle, wenn du das Video siehst. Deine Erziehung hat deine Tochter heute ein Bodenbett bauen lassen. Ich habe jetzt das obere Teil auf das untere Teil draufgestellt. Jetzt müssen natürlich noch hier unten die Schrauben rein und wenn dann hier unten die vorgebohrten Schrauben drin sind, werde ich hier oben nochmal auf jeder Seite, unten sowie oben, nochmal durchbohren mit dem Bohrer, also mit dem Bohrer, um dann noch eine zweite Schraube zu setzen. Aber jetzt werden wir das erstmal alles so befestigen und gucken, wie wir damit hinkommen. So, ich sage euch eins, ich habe einen langen rechten Arm, das glaubt mir keiner. 45 Grad Winkel, viermal, Lichtverhältnisse heute wieder on fleek. Ich habe hierfür, um dieses Dach zu konstruieren, die Abschnitte von den Hochteilen genommen, weil man so einfach weniger Sachen braucht. Also sprich weniger Holz. Ich tüftel mich jetzt, wie ich das da oben mache. Und ja, dann werde ich wahrscheinlich erstmal den Kleinen abholen müssen, um dann weiterzumachen. Ich bin jetzt seit anderthalb Stunden dran, sage ich euch. Und ich bin echt gespannt, wie es wird. Für das Bodenbett nach Montessori haben wir uns einfach entschieden, dadurch, dass der Kleine eben sehr aktiv schläft, bedeutet, er wälzt sich von A nach B, von C nach D und so weiter, war es mir einfach wichtig, dass wenn er jetzt schon ein großes Jungsbett kriegt, einfach nicht wahnsinnig hoch aus dem Bett fallen kann. Hat natürlich auch den Vorteil, er kommt jetzt selber rein und selber raus und das auch wirklich sehr einfach. Er kuschelt sich da jetzt auch mittlerweile sehr regelmäßig darin einfach nur ein, um ein Buch anzugucken oder um seine Lernspiele auf dem Tablet zu spielen oder einfach um zu entspannen. Was ich auch ganz toll finde, ist, sollte er mal wirklich jetzt wieder krank werden, so kann sich einfach ich oder mein Mann dann nachts dann dazu kuscheln. Und wir müssen ihn dann nicht mehr mit ins große Bett nehmen, was den Vorteil hat, dass der andere, der jetzt nicht bei ihm schlafen würde im Krankheitsfall, einfach zur Ruhe kommen kann und nachts durchschlafen kann.
Natürlich kann man sich dann auch zum abendlichen Buch lesen oder einfach zum Kuscheln dort zusammen in dieses große Bodenbett einkuscheln. Und das fand ich einfach eine ganz tolle Idee. Ja. Ja, wenn du größer bist, bauen wir dir da oben ein Bett rein. Ich bin groß. Ja, du bist riesig, ich weiß. Ich bin riesig hier oben. Wenn du ein bisschen älter bist. So, dann sind wir auch schon fertig. Die Deko fehlt. Und ich werde vielleicht oben drüber noch ein Dach aus Stoff spannen. Es wird wahrscheinlich nochmal irgendwann weiß lackiert werden. Und das mache ich aber nicht mehr heute. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ja? Dann Daumen hoch. Und denkt daran, meinen Kanal zu abonnieren, die kleine Glocke zu aktivieren. Dann seid ihr über jedes neueste Video, was ich uploade, auf dem Laufenden. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, eure Alena.